Okay, weiter geht's. Und jetzt müssen wir dahin gehen. Die Menschen sind irgendwie alle weg, okay. Und wir kommen perfekt an. Stechen ab, stechen ab. Das sind also diese Aliens. Was? Sie sagen, sie wollen unsere Schule zerstören. Keine Angst, ich werde das nicht zulassen. Was ist denn mit dir auf einmal los? Hast du nicht eben noch gezittert wie Estendorf? Bitte erinnere mich nicht daran. In Ordnung? Alias, auf euch haben wir gewartet. Wir werden euch bestimmt nicht den roten Teppich auslegen. Mark Evans, deine Beharrlichkeit ist bemitleidenswert. Sitze ich mal richtig jetzt? Okay. Ich kann es nicht verstehen, warum du deine Nase in Angelegenheit anderer Schulen steckst. Wir werden so lange gegen euch antreten, bis die Alias Akademie besiegt ist. Zur Unfähigkeit der Erdlinge, ihr Schicksal zu akzeptieren, ist schlimmer als ich gedacht habe. Wir haben euch zweimal geschlagen und immer noch nicht. Seht ihr es nicht ein, dass wir euch hoffnungslos überlegen sind? Tja, ich glaube, ihr seid es. Okay, tja, ihr glaubt, ihr seid es, die hier auf dem Schlauch stehen? Habt ihr wirklich geglaubt, dass wir es nicht schaffen würden, uns seit dem letzten Spiel zu verbessern? Was? Na schön. Ihr Menschen sagt doch immer, man muss wissen, wenn man aufhören sollte. Haltet euch doch einfach dran. Macht euch bereit, das Schicksal der Erde wird in diesem Spiel entschieden. Glaubt ihr wirklich, dass ihr uns gewachsen seid? Ihr werdet eure Dummheit noch bereuen. Was? Lasst euch nicht provozieren. Unsere Antwort geben wir ihnen auf den Platz. Gehen wir es an. Diesmal zeigen wir ihnen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Los geht's, Bitches. Setzt Frost und Ken in der... Ja, okay. Wen nehme ich raus? Ach, dich nehme ich jetzt sofort raus. Ändern. Was ist die? Dein Mittelfeld. Ach so, ich kann die Position. Ah! Wieso kann ich das jetzt nicht ändern? So, du bist in der Abwehr jetzt. Touch, bin bereit. Hey, Trainerin, was macht Frost in der Abwehr? Sollen wir ihn als schnellen Spieler nicht in Sturm einsetzen? Hab ich dich nach deiner Meinung gefragt? Trainerin Linas Pläne sind wirklich nicht ganz einfach zu durchschauen. Frost ist auch als Abwehrspieler beauftragt. Meine Lesekunst heute, boah. Einfach die Position auszutauschen gerade jetzt, da uns Kevin langsam besser zusammenspielen. Mir macht das nichts aus. Ich spiele auf jeder Position, wenn ich meine Schule dadurch retten kann. Verflixt. Aber sie werden schon sehen. Sie werden meinen neuen Schuss sehen. Wyvern Ball. Din, 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 din. Ich hoffe, ich habe wirklich jetzt eine Chance gegen die. Weiß nicht, ob ich jetzt richtig gut trainiert habe. Okay. Was macht diese Brillenschlange da drin? So ist es besser. So ist es besser. Damit bin ich zufrieden. Okay. Oh nein, jetzt geht's los. Ich hoffe echt nur, dass ich dazu jetzt gewachsen bin. What the fuck? Du willst mich doch verarschen. Ey, ich verstehe diese Logik nicht. Der Schiedsrichter weiß, dass der Schicksal der Erde auf dem Spiel steht und trotzdem hilft er uns nicht. Wie beklagt muss man sein?
Verpiss dich, Torwart! Grätschen wir. Ich wollte eigentlich einen richtigen... Ah. Es war kein richtiger Schuss, Mann. Durchsetzen. Okay, das war mir schon klar. Grätschen wir. Wir sind zu zweit, das schaffen wir. Wir machen den Wyvern Ball. Sehen wir mal, ob das jetzt eine Chance hat. Verdammt! Vortex-Fänger. Okay, das ist aber gut. Das ist wirklich gut. Weil jetzt können wir unsere Spezialattacken einsetzen und ohne Probleme auch noch. Kann der eigentlich einen Schuss? Ah, der kann auch einen Schuss. Okay. Und yay. Oh, wir haben gute Chancen. Ja klar, der kann ihn ja tragen, ist klar. Was für ein Treffer? Das musst du mir selbst erloben. Was? Wie? Oh. Das hätte ich dir nicht gedacht, ihr kleinen Mistgestalt von Aliens, ne? Warp-Tunnel. Ist klar. Grätschen wir, wenn du jetzt nochmal im Grabtunnel kommst. So kann er seine Attacken eigentlich nicht einsetzen. Okay. Ich fange einfach mal. What the fuck? Ich hab den. Das war auch ein erbärmlicher Schutz. Aha. Unmöglich. Wir gewinnen. Die gewinnen etwa? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sind sie viel stärker geworden, als wir erwartet hatten? Zudem haben sie einen neuen Spieler. Über den wir nichts wissen. Jetzt können wir ihre Strategie nicht voll raufsehen. Das hier ist sehr interessant, Mark. Nun gut, hört mir alle zu. Wir werden bei diesem Spiel unser Bestes geben. Wenn wir verlieren, wird man uns dafür bestrafen. Wir müssen um jeden Preis gewinnen. Wir dürfen die Namen Alias Academia und Jiminy Storm nicht besudeln. Trainerin, bitte lassen Sie Frost wieder in den Sturm. Wir können uns solche Experimente jetzt nicht erlauben. Wir müssen diese Aliens unbedingt besiegen. Aber was ist mit unserer Abwehr? Man verteidigt sich, indem man angreift. Ah, wie bitte? Du meinst bestimmt, Angriff ist die beste Verteidigung. Trainerin, wir sollten in der zweiten Halbzeit eine offensive Aufstellung einsetzen. Auf ihre Geschwindigkeit sind wir jetzt vorbereitet. Deswegen haben wir doch bis jetzt defensiv gespielt, nicht wahr? Richtig, Schock. Sehr klar von dir. Frost, ich möchte, dass du in der zweiten Halbzeit in den Sturm gehst. Ja, Frost, wir zählen auf dich. Na gut. Aida, jetzt bist du dran. Ah, der Typ heißt Aida. Boah. Er wird auf einmal wie ausgewechselt. Jetzt ist mein großer Moment gekommen. Wir werden sie fertig machen. Wir alle sind stärker geworden, nicht nur Frost. Zeigen wir es diesen Aliens. Manche Spieler sind in der Aufstellung. Okay, während Frost erste Person den Eisblock verwenden kann, kann seine zweite Person... Ja, okay. Zur zweiten Person einen Spieler schon einen Vorteil bringen. Okay.
Okay, mach ich. Ja, okay. Ende. Gelände. Komm schon, Frost. Zeigen wir den Aliens, was Ren mit dir als Stimme leisten kann. Okay. Jetzt pass mal auf! Na, bist jetzt schneller, sag mal! Auf geht's, Schaf! Ihr habt also wirklich gedacht, ihr könnt mit uns mithalten? Nicht mit mir! Na sowas. War wohl nix. Das kann doch nicht sein! Ja! Und jetzt legen wir los! Wollt ihr mich gerade verarschen? Ich dachte, wir haben jetzt den Ball. Rätschen wir mal. Okay, jetzt habe ich den Ball. Schiedsrichter, du bist auf der falschen Seite, du Homo. Du bist auf der ganz falschen Seite. Oh nein. Rätschen. Sumo-Stampfer. Klingen. Irgendwas. Astro-Knaller. Kann ich den jetzt aufhalten? Mal sehen. Verdammt! Tor! Ha, ihr habt keine Chance! Das glaubst nur du. Ach du Wurm. Guter Schuss, aber den nächsten halte ich sicher. Da bin ich mir auch sicher. What the fuck? Ey, locker faul. Ja, ist klar. Ey, wo sind meine verfickten Spieler, Mann? Das mich aufregt, Mann. Ja, jetzt ist deren heiße Phase vorbei. Jetzt können die mich mal einschalten. Durchsetzen, komm. Ich hab den Ball jetzt. Ey, das Spiel ist gleich vorbei. Ich hab keinen Bock auf einen, Fangen wir mal. Nein. Ich hab Arschkarte, ich hab die Arschkarte, ich hab die Arschkarte. Oh nein, ich hab die Tor! Närrische Menschen. Halt die Fresse, ich hab noch nicht aufgepasst. Ich will jetzt weiterkommen.
Jetzt mich ver... Ich hab den Ball jetzt. Ich hab den Ball jetzt. Ich schieße jetzt ein verdammtes Tor. Den hält er nicht auf. Den hält er nicht auf. Fahr zur Hölle. Ich hab das Spiel verloren. Oh, Mann. Ich hätte fast damit angefangen mit, Torrichterlinge. Sobald wir unsere Vollstärke einsetzen, habt ihr keine Chance mehr. Okay, wir sehen uns im nächsten Part, dann besiege ich diese Bastarde. Und gewonnen. Ende. Illusionsball, Porkugel, Glückspilz, Orkanritsche. Okay. Gerettet. Oh, und die Welt natürlich auch. Wir waren echt stark. Bruder Herz. Wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich, ich könnte weinen. Und Vater kann sich jetzt wieder entspannen. Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass wir von einfachen Menschen besiegt wurden? Wir Erdlinge haben dafür ein Sprichwort. Aller guten Dinge sind drei. Aber wir haben irgendwie die Welt zum zweiten Mal gewonnen, zweiten Mal gerettet. Egal, Zilledau. Ihr denkt, ihr habt gewonnen? Die wahre Macht der Elisakin habt ihr noch nicht lange nicht, habt ihr lange noch nicht erlebt. Was? Wovon redest du überhaupt? Jiminy ist bloß die Reservemannschaft der Elis Academy. Wir sind lange nicht die stärksten Mannschaft der Elis Academy. Unsere Stärke ist nicht im geringsten vergleichbar mit der anderen Teams. Wollt ihr damit sagen, dass es noch mehr von euch gibt? Hä? Könnt ihr nicht einfach mit Anstand verlieren? Verlieren? Wir haben nicht verloren. Ihr Erdlinge habt wirklich überhaupt nicht verstanden. Was kommt denn jetzt? Okay. Teleportation? Ich denke, wir haben genug gehört, Janus. Lord Valin... Wer ist das? Janus! Ich bin hier, um dir auszurichten, dass die Alias Academy dich verstößt. Du bist nicht länger von Nutzen. Für wen hältst du dich eigentlich? Jiminy verkündet, dass die Elis Academy noch ein stärkeres Team besäße. Alles, was wir machen konnten, war zuzuschauen, wie Epsilon ihre Existenz enthüllte. Ob das wirklich die wahre Größe der Elis Academy war, über die Janus gesprochen hatte? Ich schätze, deine Reise ist jetzt hier noch nicht zu Ende. Richtig, wir können nicht aufgeben, bis wir die Aliens ein für alle Mal besiegt haben. In diesem Fall solltest du versuchen, Spieler zu finden, die stark genug sind, um es mit Epsilon aufzunehmen. Aber wie sollen wir die richtigen Spieler finden, wenn wir nicht einschätzen können, wie stark Epsilon wirklich ist? Ja, und dieser Dwalin-Typ sah noch viel beängstigender aus als Janus, verdammt. Doch diesen Erfolg gegen Elias kam
kann man zum ersten Mal echt Hoffnung auf das, echte Hoffnung auf, dass wir den Kampf gegen die Aliens gewinnen können. Ja, es ist egal, wie stark sie schlussendlich sein werden. Wir können sie besiegen. Stimmt. Du könntest recht haben. Hey Frost, ich würde gerne mal wieder mal mit dir kicken. Mit mir? Na klar, warum bleibst du nicht einfach in unserem Team und reist mit uns in Inosuma-Bus durch das Land? Frost! Was denkst du darüber? Wir kommen hier schon zurecht. Klasse, mit dir in der Mannschaft muss es einfach möglich sein, Aliens zu besiegen. Bis du zurückkommst, werden wir hier auf dich warten. Und mach dir keine Sorgen wegen uns. Geh und knöpf sie dir vor. Voll scheiße, dass ich eigentlich nur beim zweiten Mal gewonnen habe. Ich hätte gern beim ersten Mal gewonnen. Das wäre dann epischer gewesen. Vielen Dank, alle miteinander. Bis bald. Klasse, es ist toll, dich im Team zu haben. Danke, Mark. Schön, dass ich dabei sein darf. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Es gibt also eine Mannschaft, die noch stärker als Gemini ist. Es tut mir leid, Lina, aber ich muss dich bitten, deine Mission fortzuführen, bis sie besiegt worden sind. Selbstverständlich, eine Sache muss ich jedoch noch ansprechen. Nur zu. Sean Frost ist ein sehr ungewöhnlicher Spieler. Sein Wesen verändert sich, je nachdem, ob er im Sturm oder in der Verteidigung spielt. Als hätte er zwei Persönlichkeiten. Ah, der Vorfall. Der Vorfall? Beim Nordanhang? Also deswegen. Ich weiß es schon. Währenddessen... Ihr Plan geht also auf. Jetzt wird es interessant. Es ist nun also an der Zeit, dass ich meine Mannschaft zusammenstelle. Ich nenne sie Royal Academy Redux. Angriff von Epsilon steht bevor. Aber wir werden sie aufhalten. Und welche Kräfte schlummern in unserem neuen Freund Scott? Finde es heraus in Körper und Geist. Das ist also Epsilon.